Das ist nass. Ja, komm her, du kleiner Racker. Machst du meine Regenkleidung kaputt, dann mache ich deine kaputt. Das Wetter heute auf eine sehr beständige Art und Weise eher unbeständig. Aber ich müsste jetzt eigentlich gar nicht mal rum. Die schlechte Nachricht ist, wir müssen bis 17 Uhr da sein. Es ist 16.14 Uhr. Es sind 12,8 Kilometer. Aus Den Haag. Ja, also falls ihr es nicht glaubt, es ist wirklich so gewesen. Ich bin gestern von der Dorade noch 10 Meter gegangen und dann wurde mir dieser Schlafplatz hier angeboten. Ich kann hier leider keine Heringe reinbringen, das ist das einzig Negative. Ja, ansonsten ist es ganz schön gut gelaufen, muss ich sagen. Das Coole ist halt, dadurch gibt es dann heute auch ein bisschen Den Haag-Action. Ansonsten hätte ich die Stadt bestimmt ausgelassen, wäre weitergefahren. Packen wir zusammen. Ah, good morning. Hi. Yeah, very good. Very good. Yeah. Perfect, yeah. Could you put up the tent? Is it, yeah, it works. Yeah, it works without the Heringe. I don't know the English. Yeah. It's not perfect because it's not tight, but no. It was very good. Yes. Great. Thank you. Ich habe jetzt gerade mein Nachtdomizil, was der Ludwig. Also Ludwig ist auf Deutschland, Ludwig und Dineke, die haben mir das zur Verfügung gestellt. Ja, also ich erzähle nochmal die Geschichte ganz. Es endete ja gestern ein bisschen alles im Chaos mit der Dorade. Ich habe dann die Dorade gegessen, bin auf mein Fahrrad gestiegen und keine wirklich 20 Meter bin ich gekommen. Da wurde ich dann von Einheimischen angesprochen. Hey, where are you staying? Oh, I actually don't know yet. And ja, und dann bin ich halt einfach erstmal weitergerollt. Also ich habe mein Fahrrad gerade geschoben. Und dann kam Dineke, die gute Frau, kam mir dann hinterhergelaufen und sagte, hey, are you looking for a place to sleep? So, yeah, if you have a garden. Oh, I have a garden. Ja, dann haben die mir dann noch 2 oder 3 Bier ausgegeben. Total nett, mich da in ihre Runde aufgenommen. Und ja, jetzt durfte ich wirklich die Nacht da im Garten schlafen. Also, ich wusste gestern schon, dass das alles gut ausgeht und dass ich irgendwie einen Schlafplatz finde. Und mir war halt auch klar, ich muss ja letztendlich nur aus der Stadt raus und irgendwie eine Wiese finden oder irgendwas. Aber dass ich halt quasi wirklich nur aufstehen muss, meine Rechnung bezahlen muss und dann kommt mein Schlafplatz zu mir, das war jetzt selbst für meine Verhältnisse, und ich bin sowas echt schon gewohnt, selbst für meine Verhältnisse ungewöhnlich. Aber richtig, richtig toll. Jetzt gerade heute Morgen auch noch ein tolles Gespräch. Wie immer über den Sinn des Lebens. Und was ist die Antwort? Ihr wisst es schon, Zufriedenheit. Zufriedenheit ist es auch im Holländischen. Das habe übrigens nicht ich gesagt, sondern Dineke hatte mir das gerade gesagt. Dass auch sie meint, dass der Schlüssel zu einem glücklichen, gesunden und langen Leben Zufriedenheit ist. Ich bin im Moment ein bisschen mehr als zufrieden. Ich schäme mich schon fast, so zufrieden bin ich. Aber nur fast. Eigentlich bin ich einfach nur total zufrieden. Ja, Batterien sind auch voll, Strom gab es auch. Jetzt gucken wir noch ein bisschen Den Haag an im Regen. Und dann gucken wir, was wir heute machen. Ja, so machen wir das. Ja, das ist Den Haag. Ziemlich regnerisch hier heute. Wieder wärst du aber 10-mal reingekommen. Naja, wer keine Lust hat, will das nicht. Ich werde mir jetzt einen Kaffee suchen, sowas wie hier zum Beispiel. Mal gucken, irgendwo, wo ich vielleicht auch das Bike unters Dach stellen kann. Und dann werde ich mein Homeoffice mal einrichten, ein bisschen Arbeit erledigen. Ach, hier ist auch hübsch, ne? Ein bisschen Arbeit erledigen. Und einen kleinen Plan machen für heute. Zumindest in welche Richtung es weitergeht. Es wäre natürlich Rotterdam nicht weit, könnte man machen. Ich könnte es aber auch lassen und einfach ins Landesinnere fahren. Werde ich jetzt gleich entscheiden.
ein kleines Camouflagehaus und ein großes, nicht so ganz camouflagiges Haus. Frühstück haben wir erfolgreich geschafft. Wir sind hier immer noch in der Nähe des Bahnhofs. Bisschen Akku nachgeladen, lecker was gefrühstückt. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Probleme, weil selbst meine regendichte Handyhülle hat jetzt ein bisschen Feuchtigkeit abgekriegt. Und jetzt betätigt sich mein Handy ständig selber. Ja, meine Bluetooth-Box traue ich mich auch nicht auszupacken. Das heißt, es gibt gleich Knopf ins Ohr, leider. Ja, als nächstes geht es jetzt erstmal in einen Park, dass der Hund mal ein bisschen laufen kann. Oh, und dann wird es wahrscheinlich ganz grob weiter in Himmelsrichtung Rotterdam und Co. gehen. Aufgefallen, dass ich nur einen Handschuh trage. Das heißt, mindestens einen habe ich verloren. Mal schnell zurückfahren. Der wird ja wahrscheinlich hier irgendwo gleich liegen. Ja, was sehen meine müden Augen da? Ist das nicht wohl mein Handtuch, der Handschuh? Aber sowas von, ne? Nehmen wir den mal wieder mit. Da ist der ein bisschen besser aufgehoben. Hallo Handschuh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht vergessen. Nichts wird zurückgelassen. Die erste Pfütze. Go for it, go. Nicht bremsen. Das ist nass. Und hinten hat sich auch irgendwas bewegt, da hat sich auch einer erschrocken. Gut, bisher waren meine Füße trocken. Präteritum. Wir leben in der Gegenwart. Die Gegenwart ist mit nasse Füße. Ist halt so, ne? Etwas Parkiges ist erreicht. Also darf der Hund mal eine Runde aussteigen. Darf der Hund denn schon Pausen machen? Bist du denn schon in der Lage, überhaupt eine Pause zu machen, ja? Kannst du das überhaupt? Ja, kannst du das? Willst du frech sein, hä? Beißt du mich? Ich kann schneller beißen. Ja, komm her, du kleiner Racker. Machst du meine Regenkleidung kaputt, dann mache ich deine kaputt. Ja, dann reiß ich dir jedes Haar einzeln raus. Ist so. Ist so, mein Dicker. Komm, wir holen uns Fahrrad. Ah, jetzt rennt er sich ein bisschen Vorsprung raus. Der in Ruhe scheißen kann. Schlau ist er ja, ne? Ja, hab ich's gesagt oder hab ich's gesagt? Und er versteckt sich immer hinterm Baum. Dass es keiner sieht. Nichtsdestotrotz, hier machen wir das natürlich weg. So. Heute auf eine sehr beständige Art und Weise eher unbeständig. Eigentlich regnet es sehr beständig. Und da habe ich jetzt mal rausgeschmissen. Das sind natürlich schöne, niedrigen Temperaturen. Da kann der auch mal wieder ein bisschen laufen. Ja, ich habe hier übrigens mal die Feedsknob-App jetzt installiert. Das ist dann ein bisschen einfacher als nur mit den Schildern, weil ich habe jetzt eben gerade schon wieder versucht, damit zu navigieren ohne die App und habe mich gerade schon wieder verfahren. Das passiert mir echt häufig. Ja, bin jetzt auch gerade erst aus Den Haag raus, also da sieht man noch den Rest von Den Haag. Jetzt ist hier erstmal wieder ein bisschen Natur, das habe ich mir aber auch so ausgesucht, die Route. Ich hätte jetzt auch von Stadt zu Stadt fahren können, das wollte ich jetzt aber nicht. Das heißt eigentlich so bis Rotterdam Flughafen, ich glaube, da kommen wir vorbei. Das ist jetzt erstmal ein bisschen Natur, da kann der Hund vielleicht so lange ein bisschen laufen. Dann geht's wieder in die Stadt hinein. Bahn hier. Und hier bleiben. Hier bleiben. Gegenwind mit Regen. Das hatte ich auch noch nicht. Ah doch, das hatte ich schon mal am Deich. Deichtrauma. Nein, eigentlich habe ich das hier überwunden mit dem Rückenwind. Da ich letztes Mal. Uah, Regen! Das alltägliche Ritual, Frühstück. Hier ein bisschen Energie, ein bisschen was Ungesundes. Da wissen wir noch nicht, wie gesund es ist, aber das ist wahrscheinlich gesund. Mische ich mir mit Wasser in die Trinkflasche. Ja, bitte. Schlimmer.
Wir kommen langsam nach Rotterdam rein. Bisher macht das einen sehr einladenden Eindruck hier. Ich bin jetzt hier an diesem Kanal lang gefahren. Das war ganz schön. Es sind auch nur noch irgendwie ein paar Kilometer. Ich weiß nicht ganz genau, ich kann das hier noch nicht lesen, ob das jetzt 6,3 plus 4,2 sind oder ob es noch 4,2 bis zum Ziel sind. Ah, die Rücken sind immer wieder anstrengend. Gucken, was ich hier jetzt so mache. Aber hier bleiben werde ich wahrscheinlich nicht. Campingplätze gibt es hier eh keine, soweit ich das weiß. Die hier sind übrigens schmerzfrei, die gehen kaum zur Seite. Die interessiert das gar nicht. Die hatte ich nämlich eben schon als Schwarm. Und weil die so schön camouflage sind, hätte ich die fast überfahren. Ja, ich werde jetzt hier mal stoppen. Es sind jetzt auch nur noch 800 Meter bis zu meinem willkürlichen sogenannten Ziel. Ja, mal gucken, vielleicht laufen wir mal eine Runde hier durch die Gegend, aber ich wüsste jetzt eigentlich gar nicht, warum ich das machen sollte. Ja, immerhin, nothing happened. Alles gut. Vielen Dank. Ah, scheiße. So. Ah, thank you. Ja, so, Pause, ne? Entschuldigung, Hund, es tut mir leid, ist nichts passiert. Nichts passiert, bleib kurz drin. Ja, so schnell kann es kommen, wenn man nicht aufpasst. Aber sofort Leute zur Stelle, die helfen wollen. Sehr nett. Gut, das ist ja ein Zeichen, wir machen jetzt Pause. Kann ich auch gebrauchen jetzt. Wir haben eine neue Mission. Ich habe gerade in der kleinen Pause mit dem einzigen und nächstgelegenen Campingplatz telefoniert. Die gute Nachricht ist, wir haben so oder so einen Schlafplatz. Die schlechte Nachricht ist, wir müssen bis 17 Uhr da sein. Es ist 16.14 Uhr. Es sind 12,8 Kilometer. Wenn wir das schaffen, kann ich nämlich auch meine Fahrradbatterie laden. Wenn wir das nicht schaffen, kann ich meine Fahrradbatterie erst morgen früh ab 9 Uhr laden. Das wäre schon cool, das zu schaffen, aber jetzt auch nicht so cool, dass ich jetzt bei Rot fahre. Ah, wird grün. Bedankt. Ja, also, jetzt ballern wir mal hier volle Unterstützung, dass wir das schaffen. 12 Kilometer müssten wir eigentlich in einer halben Stunde schaffen können. Oder in einer Dreiviertelstunde. Das macht fast schon ein bisschen Spaß, die Stadt fluchtartig zu verlassen. War ja schön, jetzt mal da gewesen zu sein, aber ich bin gerade nicht in dem Modus, dass ich da Bock drauf habe. Ja, der Wind schiebt ein bisschen von hinten, das hilft. Ich strampel auch. Wir haben noch 8,5 Kilometer, 27 Minuten. Jetzt sind wir aber aus der Stadt ein bisschen raus, keine 1000 Ampeln mehr. Mal gucken, angetrieben werden wir hier von Lakritze. Lecker und klebrig. In diesem Bereich gibt es zwei Architekten, den für die rechte Seite und den für die linke Seite. Es bremst mich wieder aus, die Ampel. Noch 9 Minuten, 2,6 Kilometer. Ich glaube, es geht noch. Ich schaffe es. Ich werde genau pünktlich sein. Noch eine ganze Minute über. Das war ja easy, ne? Leichteste Übung hier. Wirklich zu sein, das kann er. So, werde ich mal einchecken. Gucken, ob ich noch schnell genug bin. Der Check-in hat geklappt. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Hi. Wo wir hinfahren? Ich glaube, irgendwo da vorne hat sie mir gezeigt, direkt mit Blick aufs Wasser.
Und da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Ich habe, glaube ich, eben irgendwo gelesen, dass dieses Wasser praktisch entweder Maß oder rein ist. Das heißt, ich bin sowieso schon an meinem Ziel, das ich verfolgen wollte. So, I would say, genau hier ist unser Zuhause, vielleicht da, wo es ein bisschen eben ist. Ja, oder direkt am Wasser. Ja, warum nicht, ne? Warum soll ich mich da hinten aufbauen? Ich baue mich da schön an diesen Dingens. Oder hier? Na gut, das werde ich jetzt noch auseruieren, wie das hier im Nahbereich weitergeht. Aber irgendwie im Umkreis dieser 30 bis 40 Meter werden wir das Gefährt hinstellen. Da ist schon einer ganz ungeduldig, dass er jetzt endlich raus darf. Ja, da kannst du sogar was trinken, wenn du dich nicht total dumm anstellst. Guck mal, hier kannst du reingehen. Da kannst du ran. Kannst du was trinken. Komm her. Ja, komm her. Alter, du bist echt ein Feigling. Das ist nicht zu glauben. Los, trink das leer. Boah, ich war übrigens 17.59 Uhr und 50 Sekunden im Büro von ihr, ne? Sie musste dann leider doch noch 5 Minuten Überstunden machen. Ja, dafür lädt Akku 1 jetzt über Nacht voll. Akku 2 hat hier noch so 60%. Den kriege ich auch noch irgendwie ab morgen früh um 9 dann wieder voll. Feierabend jetzt. Unser Nachtlager ist aufgebaut. Das hier ist übrigens die alte Maas. Der Campingplatz hier heißt auch Odemars. Also ich meine, ich habe hier echt Pole Position. Also wenn ich wild campen würde, würde ich das genau so machen. Barney findet es auch gut. Sein Häuschen haben wir ihm hier mit Wind- und Regenschutz ausgebaut. Es hat heute nicht mehr geregnet und es wird auch heute Nacht wohl nicht mehr regnen. Und auch morgen soll es wohl trocken bleiben. Ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen schlau gemacht, was hier den Rhein angeht. Also wenn man möchte, könnte das der Rhein sein. Also es ist auf jeden Fall Wasser aus dem Rhein da drin. Also der Rhein zerteilt sich ja und fließt dann in alle möglichen Flüsse. Und wenn ich nicht komplett falsch informiert bin, ist das hier schon der Rhein. Das heißt, wir werden dem jetzt praktisch mehr oder weniger folgen in der nächsten Zeit. Wie es genau weitergeht, das entscheiden wir dann morgen. Also meine Route geht, glaube ich, jetzt nicht genau am Rhein entlang bzw. an der Maas entlang. Aber ich glaube, es ist ein kleiner Umweg, aber bestimmt ganz sinnvoll. Gucken wir morgen mal. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Das ist unser Ausblick aus dem Zelt. Hier ist auch schon das Abendbrot vorbereitet. Es gibt heute den Käse, den ich, ich weiß nicht mal mehr, wo das war, irgendwo in der Nähe von Groningen, beim Bauern morgens gekauft habe. Dazu hier diese, ich glaube, die heißen sogar Wurstbrot oder so ähnlich. Wurstbrot hier. Dann gibt es hier leckere Kirschen. Die habe ich heute Morgen in Den Haag bekommen als kleines Abschlussgeschenk. Als wäre es nicht schon genug gewesen, dass ich da einen geilen Schlafplatz gekriegt habe. Homeoffice steht natürlich auch bereit. Hier gibt es noch eine Drogewurst, die ist auch gut. Ja, und diese Flasche Wein, die schleppe ich jetzt halt auch schon seit 150 Kilometern mit mir rum oder 200 Kilometern. Ich trinke halt eigentlich gar keinen Wein. Ich werde zumindest heute mal einen Schluck davon trinken. Ja, und zur Not gibt es dann nochmal ein paar Chips hinterher. Das Ganze mit der Aussicht. Ja, so lassen wir jetzt mal den Abend ausklingen.